Hallo und willkommen zu Wie baue ich einen Bodengleiter in Imperium Galactic Survival? Ich habe hier schon etwas vorbereitet, sozusagen Leerlauf. Ich hoffe jetzt nur, ich habe das wieder in die richtige Richtung. Ansonsten können wir eigentlich gleich mal loslegen. Was braucht man dazu? Also auf jeden Fall braucht ihr diese Platten halt, einfach für Bodengleiter, Starter, diesen Block braucht ihr. Dann könnt ihr den auf den Boden legen und zum Beispiel mit dem Multitool hier die Ecken oder die Blöcke rundherum abnehmen, dass ihr da ganz minimalen Block habt. Könnt ihr auch so lassen, also die 8 Blöcke rundherum könnt ihr lassen, wenn ihr das möchtet. Ich sage einfach nur das absolut minimalste. Platzmäßig und mattmäßig. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie machen wir das denn jetzt? Hier hinten gleich mal den RCS hin. Und eine Schubdüse nach hinten. So. Weiter wollen wir die Schubdüsen nach links und rechts haben. Dann soll das ganze Ding natürlich auch noch schweben. Ne? Das ohne Schweben läuft da nicht allzu viel. So. Zack. Dann fehlt jetzt schon nur noch der Kopf sozusagen. Jetzt hoffe ich, dass ich das wirklich drehen muss. Gusto machen wir mal so rum. Dann kommt hier hinten gleich einmal Generator, dann kommt Strom, Luft wollen wir auch nicht vergessen. Und was hätten wir denn noch? Ja, wir könnten eigentlich noch eine Minigun anschmeißen. Schauen wir noch schnell, ob das bei Level 3 mit dabei ist. Minigun ist dabei. Sehr schön. Dann schmeißen wir doch die Minigun drauf. Schön sie stehen. Nee, wir wollen einfach nur schnell fliegen. Ach, egal. Ich schmeiß die Minigun mit drauf. So. Minigun. So, und dann hinten natürlich auch noch für die Munition, darf nicht fehlen, die Kiste. So. Und das wäre es dann jetzt eigentlich schon. Aber das sieht so noch nicht so prickelnd aus. Von daher möchte ich hier noch ein paar Blöcke dazu legen. Hier und hier. Dass wir da hier ein bisschen mehr Masse rundum haben. So. Vorne, zwei hinten. Jetzt kommen wir zu den Schrägen.
dann zu den Dreiecken. Ach, noch mal eine Schräge. So, oh, hier noch mal eine Schräge. Oh, da gleich noch mal ein Dreieck, Mist. Die ich mir auch einfacher machen können. Nee, das wäre ein... Nee, das ist zu klein. Was ist das? Ich hab's jetzt nicht ausprobiert. Es muss doch... Muss ich doch wieder hinkriegen. Ist ja nicht dasselbe, ne? Schon mal was. Und bei Bedarf könnte hier natürlich immer noch hier wieder wegmachen und dann zum Beispiel andere Schubdüsen dran machen. Das eine lassen wir jetzt hier ganz so, das passt schon. So. Das wäre dann schon unser hübsches Flugzeug. Können wir noch schnell lackieren. Nehmen wir einfach als halber schwarz. Moment, auf ganzen Block. Ach, nehmen wir Orange. So, einmal Orange, das passt doch. Auch weil es so schön ist. Nee, sieht nicht schön aus. Das ist orange. Damit es nicht ganz so auffällt, okay. Gut. Testen wir doch gleich noch einmal. Die jetzt noch drin, gut. Das war jetzt mit Y. Kann man einfach alles starten. Gilt auch für die Basis. So, und ja, schon kann man fleißig rumgleiten. Zack. Ne, Y und schon fällt er runter. Fleißig rumgleiten und gut ist. Ich könnte jetzt natürlich noch weiter verschönern, wie es euch beliebt.
Aber das ist jetzt eigentlich schon der Bodengleiter. Das ist der Hover. Was nennen wir den? Hover. Einfach den Hover. Gut. Und dann Alt-G-R-O. Und schon kann ich es dann speichern als C-Hovel-1 speichern. So. Most minimal most minimal Gleiter. So, Freischalte Level 3, sehr schön. Sehr minimal, ganz wenig Sachen. So soll das sein, dass man möglichst schnell einen Gleiter hat und mit dem auch irgendwas machen kann. Der ist jetzt in erster Linie halt einfach nur schnell von A nach B kommen, halt als Motorradersatz. Aber genau dafür soll es sein, halt auf Level 3, dass man schnell einen Gleiter hat und sich eventuell anschauen kann, wie das denn funktioniert. Jo, damit wäre das Video auch schon zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Empyrion Galactic Survival. Und tschüss!